So, weiter geht's mit Genshin und diesmal in Enkonomiya. So, die Quest ignoriere ich jetzt, weil ich jetzt gar keinen Bock habe vorzulesen, auch wenn es Englisch ist. Was hier irgendwie gefühlt angenehmer ist. So, hier war ich fertig, glaube ich zumindest. Ich musste jetzt noch genau darüber, weil da sehe ich auch noch die Serie fliegen und dann muss ich gucken, wo ich als nächstes hingehe. Oh, hallo Loot. Okay, Bursche Loot. Ich überlege gerade. War ich hier wirklich mit denen unterwegs? Doch, ich war mit Schau unterwegs. Bin ich mir nicht sicher jetzt im Nachhinein. Bis wohin habe ich hier geguckt? Wann war ich hier außen? Ich glaube, hier bin ich ursprünglich gelandet. Kann das sein? Das kann sein. Ach genau, ich hatte ja Spaß daran gefunden, mittlerweile mit Barbara die Leute platt zu hauen. So. Ich glaube, mit dem Set könnte Kokomi Spaß machen. Weil Kokomi, sie hat halt so schon, sagen wir mal, 6k pro Basic rausgehauen in ihrem Trial. Das heißt, statt 500 Schaden mache ich 6000. So, auf diese 6000 rechne ich dann rauf, dass ich davon 5, 4 Stück mache oder 3 Stück, keine Ahnung. So. Und währenddessen haut das andere Set immer 27k extra rein. Beziehungsweise, ich glaube, 30k maximal. Bei ihr wahrscheinlich definitiv 30 Mal. Das würde heißen, dass ich rund 80.000 Schaden überschlagen, jetzt nicht genau gerechnet. Wobei ja 5, ja gut, sagen wir mal, 50.000 Schaden in 3 Angriffen, in 3 Sekunden mache, wenn ich keine Charge Tags nutze. Ich glaube, die haben auch keine großen Vorteile, wenn ich mich nicht irre. Okay, also Schau als Battery für Kasuma ist schon ganz interessant. Die ist recht schnell wieder voll. So. Achso, bevor ich es vergesse, Futterzeugs. Zack. Da. Ich habe immer solche Kopfschmerzen. Oh, was ist das denn? Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde Pause gemacht und das Fenster ist definitiv auf. Die Heizung ist zwar noch an, aber weiter runtergedreht. Also von daher. Irgendwie. Weiß ja nicht. Irgendwie ist es nicht so ganz richtig. Überleg gerade. Also die Musik ist jetzt interessant. Die Klasse, die so klingt. Also ich habe jetzt schon sehr viel hier gekämpft, aber ich habe nie so wirklich auf die Kampfmusik geachtet. Weil immer irgendwie die Lichthole dazwischen schreien oder sonst irgendwie so ein Kram. Weil jetzt gerade beim Wind-Up vom Golem, Runeguard, war schon ganz nett. Ob die Dinger wohl Gefühle haben. Time to go. In gewisser Weise. So, warte mal, hier unten war ich. Genau. Da bin ich auch lang gelaufen, da oben ist die Serie, okay. One with nature. I'll protect us. Ich find's irgendwie so angenehm, die Dinger so platt zu machen. Weiß nicht, hat was. Ich glaube, mit dem Set würde Kokomi jetzt auch definitiv eher gepult werden als noch, wo sie rauskam. Ich verstehe sowas nicht. Die bringen Charaktere raus, ohne dass es ein passendes Set für sie gibt. Ist ja bei Schau genauso. Das normale Anemo-Set mit Swirl Damage bringt Schau relativ wenig. Klar, es gibt genug andere, die einfach nur zwei verschiedene Sets nutzen. Für einfach nur Stat-Boni. Aber irgendwie.
Ich weiß ja nicht. Es sah aus wie so ein Geist von Tsurumi. Hieß das Ding Tsurumi? Es hieß Tsurumi, oder Tsurumi? Aber das ist doch nur der Schalter, oder? Müsste. Das ist das Loch, wo ich runterfallen könnte. Hier ist ein Teleporter, okay. Hi. Da darf ich schon wieder Sachen bezahlen. Da will ich gar nicht runter. Da habe ich da gar nicht gekämpft. Okay. Sneaky ist nicht schon vorbeigerannt. Bomben. Wieso das Ding gerade dreimal? Ja, zweimal. Also. Habe ich nicht gerade zweimal instant den Geo-Schaden gehabt? Oder. Egal. Einfach ignorieren. Gather! One with nature! As one with wind and cloud! Komm her! Let's dance! Ja. Ja, das macht gut Schaden. Definitiv. Ich überlege auch gerade. Heilt Kukumi Dauer? Der Kukumi hat, glaube ich, eine höhere Uptime. Kann das sein? Eventuell willst du beim nächsten Mal doch. Rein vom Design her mag ich sie ja. Weil ich halt an dem Punkt ankommen bin, wo ich eigentlich eher für die Charaktere, die ich schon habe, dann Constellations möchte. Also im Nachhinein jetzt ein C2 Ito wäre halt auch ganz cool, aber ha. Also Ito klappt auch so, aber C2 ist halt nochmal eine Nummer besser. Sag mir bitte, okay, es sind verschiedene. Sag mir bitte, ich habe für jedes eins. Okay. Operaku. Jetzt ist ja auch eine Quest. Leute, ich will jetzt keine Quests machen. Bevor ich Quests mache, könnte ich, danke, will ich jetzt erstmal erkunden. Danach kann ich mich um die Quests kümmern. So. Da war ich nicht. Die Frage ist, zählt das als Insel zum Landen oder bin ich dann tot? Also wenn es auf der Karte ist, dann würde ich sagen, wow, sagen, ich kann dahin. Hey, da unten war was. Das war nur das Teleport-Ding. Ist hier sonst... Achso, da ist noch ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas war hier nicht ganz richtig. Schön, wenn Kryo und Hydro nebeneinander stehen. Das macht Spaß. So, und hier ist nur wieder Klippen und bla und... Wo willst du jetzt eigentlich hin? Achso, das ist eine andere schon wieder. Oh. Hier ist die erste. Hoffe ich. Ich muss mehrere, okay. Aller guten Dinge sind drei oder... Ne, zwei sogar nur diesmal. Okay. Ich verstehe nicht, warum man immer noch diese ganzen Billo-Waffen hinterhergeschmissen bekommt. Die nutzt doch keiner und als XP zum Upgraden sind die jetzt auch nicht gerade geil. Also irgendwie... Denken die bei Mihojo überhaupt? Nein, es sind Chinesen, natürlich denken die nicht. So, warte mal, da war ich. Diese eine Theorie, die ich jetzt hätte, wäre, dass irgendwie durch irgendeinen Mechanismus noch hier Inseln nach oben geschossen kommen. Es würde zumindest noch halbwegs Sinn ergeben hier. Warum sonst hier einfach dieses Ding auf der Karte markieren? Wenn da nichts ist.
kurz gucken. Okay, hier ist nichts. Ich muss kurz die Katze reinlassen. Moment. Hopp. So. Guten Morgen, Amy. Kein Bock mehr in der Wohnung rumzurennen und rumzustreunern. Hau dich aus Bett. So. Okay, das ist jetzt wieder verarscht. Wenn ich jetzt wieder runterrenne, verliere ich dann wieder meine ganzen Punkte? Wahrscheinlich. Riskier es einfach mal nicht. Gut. Das ist den komplett irrelevant. Da war ich. Da ist eine Quest, da ist eine Quest. Dann hatte ich das hier unten eigentlich anguckt, da war ich eigentlich auch überall. Dann bleibt jetzt eigentlich nur dieses Area hier hinten. Ah. Oder mache ich jetzt doch die Quest, damit ich es dann hier abgeschlossen. Ich mache doch doch. Ich mache doch erstmal die Quest jetzt. Dann habe ich das eben fertig. So. Zack. Lotus Eater Quest müsste das hier sein, oder? Ja. Ist der schon was? Encounter Spirit from the Rune Shrine, who claims to be risen, zweiter was forgotten das his name. Weil ich das ja auch schon weiß. Ich glaube, ich weiß, was du möchtest für eine Katze, oder? Ich glaube, du möchtest Frühstück. Mittag. Okay. Moment. So viel bin ich jetzt nämlich nicht. Ich nutze mal die Stop, also die Pause-Function. Kaso, halt die Klappe. Ich nutze mal die Pause-Function. Ich hoffe, das funktioniert und zerstört mir jetzt nicht die Aufnahme. Ich hoffe es einfach. Dementsprechend geht es ja hier weiter. So. Pause beendet. Katze Futter. Find's interessant. Disc full in approximately minus 59.000 Stunden. Ne, 596.000 Stunden. Okay, also das Unpause und Pause verbuggt dann die Anzeige fürs Disk Space full in bla bla Stunden, okay. Egal, I don't care. Weil ich hab, wobei ich sehe gerade, ich habe nur noch 220 GB. So langsam sollte ich vielleicht die alten Aufnahmen wieder löschen. Gut, talk to the after Ritual Altar. Never give up, children. Hope is amongst you. Is it you, children? Have you succeeded, my children? No, I can feel it. You are not. Onisha, this person seems to have gone blind before becoming an afterimage. Whoever you are, please, could you help me? Help me find my children. I must tell them something. First off, who are you? My name is... I forgot my name. I only remember I once stood forward for Byakuyakuku, and I fought for long. To this day, I remain a member of the resistance. But what would you be resisting down here in Byakuyakuku? Those filthy, holier than thou nobles, of course. They claim to have received some divine decree and fly the flag of the gods, but they only seek to satiate their base desires. Ostensibly, they got the Sunchild, but in truth, they are the real rulers of the nation. Parasitic worms who suck the flesh and blood of the people. They must be destroyed. You remember all this so well, but you don't even remember your name? This only goes to show how cruel their methods are. I was captured after our previous failure, imprisoned here in this altar and tortured. The prison is a malignant thing. Even now, I can feel my soul being ground down, precious things striped away from me. Please, kind soul, I beg you, while I still yet remember, help me find my children. Tell them to never give up, for hope lives amongst them. Your children? There is a group of bright young minds who follow me willingly. They are my students and our reserve force. I see them as my own children. Those wicked people at the top used all manner of ways to pry my mouth open and force me to give those children up, but I did not. After all, I know that hope lives amongst them. They are probably all gone by this point. No, never. They are good children.
They will surely hold on to our ideals. I haven't given up, nor do I believe that they have either. How will we find them? I remember that. Surely, I do. Let me tell you where they are hiding. But if we do find them, how will we explain ourselves to them? We came here because a resistance member who has forgotten his name told us to? No, that will not do. I have taught them well, unless you prove yourselves, they will not trust you. But I cannot even recall my own name. Curses. This guy seems like he was once a wanted criminal in Byakuyakuku. Nisha, the kind you'd write into the history books. Paimon bets that it shouldn't be hard for us to find some record of him. You might even find some nearby. If history should recall my name, I pray that that history may be written by those who inherit our will. Help Duffelmisch find out seine Identity. Mhm, okay. There's a small snot a bit over there, let's go see what it says. Was das hier? The Tyrol. Ach, das habe ich schon gelesen, oder? Here lies Spartacus. The writer is known now as Tsupada no Hiko. Beneath lies the litany of his crimes. Read them and remember our history. Tsupada no Hiko. The notorious outlaw, mastermind of great crimes, and the root of unrest, now in the name of Tokoyo Okami, may his head be cut off, and may his soul be crushed. May he be thrown into a deep prison, now and forever. This reads, the bandit Tsupada no Hiko? No, it shouldn't just be Tsupada no Hiko. That's that man's name, let's go tell him, quick. Spartacus, okay. You, who are you? You sound familiar. You've forgotten us already? Oh no, you're in worse shape than Paimon's sword. We just met, actually. Thank you. Are we truly acquainted? Yes, I remember. In this place, your every stool shall be eroded. My memories must have been ground away too severely. I'm sorry, I... Did you manage to find anything useful then? Is your name Tsupada no Hiko? Tsupada no Hiko, right. Yes, that's correct. I'm the leader of the resistance, Spartacus. Oh, so they are both your name then? As expected of an awesome leader, you've even got two names. Thank you so much for returning my name to me. I seem to have remembered some other things as well. After the sun, the darkness starts, but true light hides within our hearts. What's that? It is our secret passcode. Now that I have my name back, my memories are returning as well. This should be our passcode. Now let me tell you where my children are hidden. Do you have any message you'd like me to pass along? Let me think. Tell them this for me. Never give up. For the hope of Byakuyakuku lives amongst them. Now let me tell you where my children are hidden. Would you like me to bring them here to see you? No, never. Our only advantage is that the enemy is in the open, while we are in the shadows. The hearts of Byakuyakuku's people are all with us, and we must not reveal ourselves so cheaply. Moreover, I cannot remember every single one of their names. I mean, I even forgot my own. So yes, tell them to never give up for the hope of Byakuyakuku lives amongst them. Find where the children are hidden. Ich hab jetzt gedacht, ich muss zu dem anderen Typen hin, aber okay, offenbar nicht. Karte, wo muss ich hin? Scenarios, da, okay, dahin? War da nicht die Lampe? Irgendwo da war die Lampe, glaube ich. War da was anderes, was ich mir hätte merken sollen? Achso, hier unter mir ist irgendwo ein Sigil. Okay, in der Höhle wahrscheinlich, oder? Ne, da am Baum. Okay, für einen Moment hätte ich jetzt fast gedacht, dass die Weisheps seine Children sind. Ignoriert mich, danke. Nein, scheiße. Ah, doch diese Kreise, wo man die heraufbeschwört.
Stabilize. Das heißt, alle sind seine Children, die ich quasi so rufe, an diesen Orten. Oh shit, das ist einer von den Starken. Das ist einer von den Starken. Dude, hör auf runterzufallen. Mein Loot! Nein! Ich hab meinen Burst weggeballert und ich krieg meinen Loot nicht. Are you fucking serious? Du bist so ein riesen fettes Vieh und weichst so stark zurück. Fällst sogar eine Klippe runter. What the fuck? Okay. Unlock. Ich hoffe, ich hab genug davon. So ein paar zumindest. Ih, davon habe ich nur noch eine. Das ist eklig. Okay. Meinen die jetzt den Typen hier? Aber Raku. Ey, das ist der gleiche Typ wie da hinten. Wieso spawnt er an zwei Stellen? Okay, dann ist das doch nicht das mit dem Kreisen. Dann bin ich verwirrt offiziell. Moment. Weil dann muss der irgendwo hier unten ja sein. Ist das die Lampe? War das die Lampe? War hier unten was? Ja, hier unten war was. Das könnte es sein. Theoretisch. Würde ich jetzt mal drauf tippen, zumindest. Ach, die sind. Ja, es ist Nacht. Das sind die gar nicht an. Aber ich sehe ja schon richtig, dass die jetzt hier unten drin sein sollten, oder? Aber Raku ist es nicht. Weil der hat ja seine eigene Quest. Ich muss doch keinen NPC ansprechen mit einer Quest, um eine andere Quest zu machen. Das wäre zwar irgendwie interessant und neu, aber... Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Ja, das da unten ist definitiv richtig. Das heißt, ich brauche wieder einen Tagschalter. Na klasse. Das wiederum heißt, ich gehe da unten hin, wo ich einen Stern habe, weil da dürfte dann Schalter sein. Und... Also dann dürfte ein Schalter sein und ich kann da jetzt rein. Genau. Dann habe ich mich das hier unten auch gemacht. So. Zack. Weg das. Ja gut, du bist mich jetzt... Was war das jetzt? Beams in the Gaps, investigate in the secret room. Ach. Das ist jetzt die Quest auf einmal hier. Ja gut, okay, dann mach ich jetzt die, wenn ich jetzt eh hier bin. Nächster Minitempel für Schnickschnack. Bist du das Ding, was nach draußen fliegt? Du fliegst nach oben? Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie... Das hätte mich jetzt verwirrt. Aber okay. Aha, da ist ein Sigil-Ding. Zack. Du bist die Nachtkraft. Okay, switch to light. Mhm.
ja, die schöne Quest, wo man jetzt. Ach, die schöne Animation, die man jetzt nicht skippen kann. Go to the quest menu to access Heinz. Hä? Wann und wo habe ich das Ding eingesammelt? Brings a smile to my face. Das war's schon? Wo und wann habe ich es eingesammelt? Das verwirrt mich jetzt, aber okay. Das dürfte jetzt ja wahrscheinlich vor dem Tempel sein, ja. Okay, ich lasse den Stern trotzdem mal, damit ich weiß, dass hier ein Schalter ist. Aber gut, dann habe ich das Ding da unten abgeschlossen. Wollte mich jetzt da an und hüpfe dann da runter, weil da ist es ja Licht. Ha. Interessant. Irgendwie mag ich Enkonomia. Also allein schon von den Rätseln. Das seems to be the right position. Ja, die right position für was? Time to go. Ja, die right position für was? Was soll ich jetzt machen? Moment. Ja, so, nö. Ach so, warte mal. Der Passcode. Okay. Sun rises. When the sun rises, it's light. Nee, light. Darkness, light, darkness, light in our heart. Irgendwie sowas hat er gesagt. Natürlich steht das jetzt hier nicht mehr. Also meine Theorie war jetzt, Sonne steht oben, tiefste Dunkelheit, aber in unserem Herzen ist das Licht. Und dieses seems to be right position, das war für jedes Einzelne, kann das sein? Okay. Einfach so hinnehmen erstmal. Deutsche Aufmerksamkeit in the hiding place. Sehe nicht mein After Image, ach da unten irgendwo wahrscheinlich. Switch to Evernight. Jetzt noch nicht. Noch komme ich ja hier weiter. Okay. So ist das Thema, noch komme ich hier weiter. Hätte ich auch schon beim ersten Mal reingehen können? Hätte ich bestimmt, aber es hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht. Okay, hier ist Wasser. Mhm. Wieder eine Schlangengott-Statue. Schlangengott. Also, ich würde schon fast sagen, dass es schon fast Osheil sein könnte, aber Osheil war ja eine Wasserschlange, mehr oder weniger. Das war ja eine physische Schlange. Den Namen schon wieder vergessen. Von dem Ding. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht gemerkt oder versucht zu merken. Von daher. Passt schon. Wieso ist hier alles so schief?
bis ist voll der Brainfuck in gewisser Weise. Ist hier irgendwo was? Okay. Also nichts mit sneaky Geheimraum finden, wenn ich da runterfalle, sondern einfach nur zurück in den normalen Weg. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Nee. Aber wieso brennen die ganzen Dinge hier? Ich hoffe, das sind Leuchtsteine, weil Kerzen wäre sehr falsch. Das hier sind Kerzen. Also es müssten Kerzen sein. Das ist sehr merkwürdig. Secret Room Key. Oh, eventuell hätte ich erst mit ihm reden sollen. Who are you? Leave. You shouldn't be here. After the sun, the true light starts. After the sun, the darkness starts. But true light hides within our arts. Adonis? Adonis. Den Namen habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Stand der Name auf den Grabstein? Irgendwo habe ich vor kurzem mit dem Namen Adonis erst gelesen. I'd almost forgotten. It's been so long since I've heard this phrase. Tell me, my good comrade. Who sent you? Subada no Hiko. Master Spartacus? Master sent you? Where is he? I only know that he was captured during the uprising by the henchmen of the Sunchild. We lost all contact with him after that. He's been locked in the altar at the Serpent's Heart. And judging by how things look, he can't get out. That's why he sent us to look for you. That accursed Sunchild. What instructions that Master entrust you with? He just asked us to carry a message. Never give up, children. The hope of Byakuyakoku lives amongst you. I'm sorry. We have failed you, Master. What's the matter? The resistance is no more. Eh? After Master was captured, the backbone of the resistance collapsed utterly. Only those of us students who followed him ordinarily escaped thanks to being far from the center of events. Afterward, those of us who were lucky enough to get away fled to our pre-prepared hiding places, hoping to muster our strength once more. We have excellent strategists, professional scholars, skilled mystics, and reliable doctors amongst us. Well, that sounds promising. That's what we saw too. Given time, we believe that we could revitalize the movement. But other things needed funds, which we didn't have any of. Finally, someone suggests that we sell Dragonbone Orbs. What's a Dragonbone Orb? It's a rare fruit that dragonbone flowers will bear under special circumstances. Its fragrance can relax the mind and calm anxious thoughts, sweeping all of one's worries away, as such it can fetch a very high price on the market. Drogen, okay. Is it really that mystical? You sure this isn't a scam? I only wish it were all a lie. Naive as I was, I did not perceive the perils that lay down that path. I do not know where the formula came from, but I do know that it did earn us a lot of capital. Everything was going so well, but soon we discovered that some of our comrades suddenly began to avoid conflict and reject the idea of going into battle. The number of such people increased by the day to the point where they requested to leave our ranks. I was unable to stop them. How did this happen? Is this because the ops earned you and your comrades so much money that most people lost the will to fight on? Do you mean the corrupting allure of money? No, I don't know. I only know that when oppressed peoples grow satisfied with their lives, they cease to resist. That was where the collapse started, and once it began, there was no stopping it. Sometimes I actually wonder if the formula for making these things wasn't leaked to us by those despicable rulers. Sometimes I wonder if the best-selling nature of these orbs wasn't all a false pretense, created by those despicable rulers. If Master had been there, I'm sure that we would have been able to control the situation. He might even have nipped it in the bud right from the start. I'm sorry, Master. We could not become hope. I'm very sorry to hear that.
I cannot face him like this. But still you have my thanks for bringing news of him. I don't have anything with which I can thank you, but if you do not mind, allow me to tell you the secret of the Dragonbone Orbs. They can only be created through the use of the waters of Tokoyo Raisin. That is to say, the waters of a leaf. Perhaps you might be able to exchange it for some money or keep it for yourself. Still be wary. Keep your desire to press onward about you. If we've got the time, why don't we try making some Dragonbone Orbs? Haben wir uns dabei hier doch such a thing. Neue Waffen? Nicht neue Waffen. Wäre halt cool, so wie beim Drachengrat. Oto Tokuyo Raisin. Ja, und wo ist das? Ich mach mal hier auch ein Ausrufezeichen hin. Tokuyo Raisin. Ach, das ist dann da. Gut, dass ich da schon war. Und so schließt sich die Lücke, um hierher zu gehen. Oh. Oh. Hm. Okay, was war jetzt hier nochmal hier vor? Hier war gar nichts vorher. Hier war echt gar nichts, gut. Ja, drei groß von euch. Gather. Okay, nochmal Schild aktualisieren. Möchte der dritte auch nochmal kommen? Solidify. Ah, das sind kleine. Achso. Okay. Die wirken gerade irgendwie größer. Wenn das nur kleine sind, ist da ja nichts bei. Das ist was hier Tokyo Raisin, they were talking about, right? Yes, we can grab some water from the leaf and use it to water Dragonbone Flower. One with nature. Ja. Moment. Zack. Erstmal looten. Kurz umgucken. Zack. Hopp. Time to go. Okay. Sonst ist hier nichts in dem Hauptraum, oder? Da ist auch nichts drin. Wo kommt der? Doch, da war was drin. Da war ein Elektro-Slime drin. Oh, wie putzig. So. Gucken, gucken, gucken. Nee. Da läuft ein Hillichol. Oh, hier läuft. Fliegt eine Selie nach oben. Okay, ignorieren. Da ist ein Sigil. Zack, ist hier noch irgendwas? Nö. Doch, hier ist schon wieder ein Elektro-Slime drin. Okay, merken, keine Pötte kaputt machen. Sie haben einen Narren dran gefressen, an Pötte Gegner reinzupacken. Das Wasser ist jetzt so special? Investigate. Are these the waters of a leaf? They don't look like anything special. Never mind, like something magical. Well, here goes nothing, let's just grab some. Was stand da jetzt gerade links? Waters of a leaf. Go to the top of the Dragonbone Flower, wo immer die ist. Time to go. Wo ist jetzt der Geist hingeflogen? Oh Mann. Ubiquitynet. What is of leaf? What from a river that flows near the Evernight Temple? It shines with a faint light and darkness. Directly ingesting this liquid will not cause you to forget anything, but the Dragonbone Orb created through its auspices has this effect. Rains of Revival Fragment. Seven, ja, okay. Spiel, wo ist das Ding jetzt hin? Was hier rumgeflogen ist? Ah. Wait, ist es das gewesen oder ist das ein anderes? Das war das aus der Mitte, oder?
Hoffe ich zumindest. Ist es echt so ein kleiner sneaky Weg hierher? Oder ist das jetzt wieder was normaler Weg? Wo man sowieso ankommt. Ah, scheint ein normaler Weg zu sein. Beziehungsweise er zeigt mir den Weg zu dieser Quelle. Okay, kann ich mitleben. Die Frage ist, will ich schon hier sein? Irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon. Okay. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my evil conquering. Ah, ich hätte noch Barbara wechseln sollen für den Damage Buff, aber. Okay, ich hoffe, die anderen direkt ein Perso's Ding, jetzt tun sie nicht. Zack. I'll protect us. Erstaunlich wenig, wie heißt das? Erstaunlich wenig Loot. Beziehungsweise, nee, eher wollte ich sagen. Für drei relativ starke Gegner. Im Verhältnis zu Lichiolen. Also bei Gegnern besiegen macht es dann doch eher die Masse. Und nicht die Qualität. Switch to White Knight. Das heißt, wir haben White Knight. War jetzt Licht. Kann mir das gar nicht merken. So, dann guck hier unten mal in dem Loch. Alles oben drüber ist für mich jetzt gerade egal. Kein Bock da hoch zu klettern. Zack. Aber wie gesagt, also so. Haben wir kein Licht gerade aufgeleuchtet? Hab ich irgendwo angerufen? Nö. Wenn sie wollen, können sie echt Maps designen. Also, das können sie. Sieht schon ganz nett aus. Hier ist nur der Schalter. Okay, mit dem mal mit dem Stern hier, damit ich weiß, dass hier einer ist. Zack. Gut, Dragonborn irgendwas. The fuck? Hier ganz hinten ist das? Okay. Teleport. Haben wir echt für die ganze Map geschleudert jetzt hier. Ah, das ist Dragonborn Zeugs. Ach so. Ich dachte, es wäre normales Gestein. Und ja, euch habe ich jetzt keinen Bock. Aber euch nehme ich mit. War ich nicht sogar schon ganz oben drauf? Dragonborn Flower. Sie sieht aus wie Gestein halt. Stimmt doch so nah. Oh, Ausdauer. Aber so im Nachhinein hätte es mir auffallen müssen, dass das Ding ist, eine Blume auf einem Stein. Herr, man hätte sagen können, das ist da durchgewachsen. Water plant. Confirm. It feels like there's been some change. All we can do now is wait. Let's come back later and have a look. Wait for the Dragonborn floor to condense. Ja. Das mache ich jetzt wie? Dragonborn Orb will take some time to condense. Rather than raid and rain, why don't you cool something else in the meantime? Really? Okay. Und hier wird die Quest random mittendrin gestoppt. Bin mal gespannt, wie lange. So. Gut, aber es klingt nach einem guten Punkt zum Pausieren. Okay. Also, was habe ich gemacht in der Aufnahme? Was habe ich jetzt in der letzten Dreiviertelstunde gemacht?
Ich habe das hier unten abgeschlossen. Den Questmarker nehme ich mal weg, weil die habe ich jetzt hier angenommen. Da ist so ein Abaraku-Typ. Und da ist ein Abaraku-Typ. So, die haben zwei Quests für mich. Jetzt bin ich gerade hier. Jetzt würde ich ja fast schon sagen, dass ich mich um Abaraku kümmere, so ein bisschen. Hier dürfte noch nicht viel Neues sein. Hier ist diese komische Library. Und das Ding braucht jetzt eine Weile. Lecker, das war nur ein Schalter, damit man wahrscheinlich über die Brücke kommt. Da drinne war ich. Also entweder das Ding hier erkunden in Ruhe oder die Quest. Ich werde wahrscheinlich erstmal mir eine Quest hier hinten dann holen. Und dann hoffen, dass er mich da zum Erkunden hinschickt. Damit ich halt irgendwie das so ein bisschen gemischt mache, weil ich wollte. Wow, what the fuck? Das sieht sehr komisch aus. Denn im Endeffekt geht es mir wirklich um die Quests, dass ich die Quests mache. Was Leute da hinten denn? Würde mich ja schon interessieren, was da so als einziger Punkt so hell ist. Kennen das wäre cool. Gut, da ist der Teleporter, da ist Abaraku. Aber gut, irgendwie müsste ich eventuell mal auf Toilette. Und ich glaube, ich mache mir was zum Mittag. Das wäre sowieso jetzt mein Plan für die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Mal gucken, ob ich irgendwas Schnelles zum Mittag finde. Dementsprechend, würde ich sagen, an der Stelle mache ich einen Cut, mache ich eine Pause, nehme gleich weiter auf, später. Und sag dann bis dann. Ciao.